Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Force of Nature. Genau an der Stelle haben wir aufgehört beim letzten Mal und da geht's jetzt heute auch weiter. So, ihr seht, wir sind ja sehr, sehr nah hier an diesem Kristall. Ich bin auch sehr neugierig, was uns da erwartet. Bin aber auch neugierig, was uns hier erwartet. Also, wenn wir über diese Brücke gehen. Gucken wir mal. Jetzt werde ich erst einmal hier entlang stürmen. Vielleicht wartet da ja auch gar kein Gegner. Ich laufe mal hier außen rum. Man sieht halt nichts, ne? Das ist das Blöde. Da ist ein Riesen-Oxy. Ne, ist da gar nicht. Das ist irgendein Ritualplatz anscheinend. Du Dummbatz. Okay. Okay. Was haben wir da? Na, nicht rauslaufen. Halt, halt. Warum? Warum bist du jetzt bitte weitergelaufen? Autsch. Nein. Au. Weg. Was ist denn... Das ist komisch. Ich drück auf F. Und dann haut er mich raus, ne? Was soll denn das jetzt bitte? Okay, das ist jetzt etwas bescheuert. Weil ich muss in seiner Nähe bleiben, weil sonst kickt er mich raus. Weh, du haust mich raus. Bin ich aber böse, du, das sag ich dir. Nein! Wie bitte? Ganz ehrlich. Okay, also ich muss das hier auf jeden Fall. Das ist zu weit weg. Das, ich verrenk mich jedes Mal, wenn ich auf die F2 hochgehe. Das heißt, also mit Zuschlagen kritischer Treffer werde ich wahrscheinlich nicht weit kommen. Mit Berserker wahrscheinlich auch nicht. Oder Sprinten. Das sind alles so Tasten, die ich eigentlich brauche, ne? Kann ich das Zauberbuch auf eine Schnellwahltaste hier unten legen? Nein. Ich kann es aber quasi dahin legen, ne? Kugelkontrolle ist ja eigentlich egal. Das ist jetzt schon mies, ne? Das ist jetzt schon mies. Okay. Finale Brücke baue ich ab. Oder? Nee, baue ich nicht ab. Ich baue da oben nochmal ein Tor hin. Oh Mann, das wird jetzt tricky. Vor allem, ich werde es jetzt so mal. Ich kann doch hier das Ding auch auswählen, oder nicht? Dass ich jetzt zum Beispiel den Heiltrank und den Ausdauertrank hier drauf lege. Das müsste doch normalerweise auch funktionieren, oder nicht? Da muss ich auf die Tasten klicken. Okay, dann warte mal.
Dann machen wir das auf die 3. Und die machen wir auf die 4. Ich muss es probieren, so. Das bringt mir nichts. Das ist schon hardcore, ne? Golem. So, nenne ich halt jetzt einfach mal so, Golem. Okay, probieren wir es. Ich gehe einfach mal drauf auf dich. Schon. Nee, das wird nichts. Da muss ich mich erst einmal dran gewöhnen, dass ich das auf den Schnelltasten habe. Ja, das ist. Aber das ist halt übel. Oh! Nein! Nein! Der macht mir auch noch die Tränke kaputt. Oh, das ist ja übel. Wo ist denn der Golem? Da. Und vor allem, ich brauche ja Mana. Das ist ja noch mit dazu. Oh, jetzt wird es aber echt übel dann. Warum habe ich da jetzt 2 Totenköpfe? Also wenn die Steine kommen, dann muss ich auf jeden Fall laufen und dann drauf auf ihn. Nein! Hau ihn! Nein, weg. Ich konnte mich jetzt nicht bewegen, ne? Okay, also der Endboss, ganz ehrlich. Was? Der Schweinehund hat meinen Eim kaputt gemacht. Draußen brauche ich den ja eh nicht zu bekämpfen, das ist klar. Aber ist das übel oder was? Das ist echt übel. Leute, ich habe wirklich überhaupt keinen Plan, wie ich den erledigen soll. Zauberschaden 47, Mana kosten 6. Mein Mana geht auch gar nicht hoch. Das heißt, ich brauche ja sowieso noch mal einen Mana-Trank, ne? Oh je. Ich glaube, ich laufe durch die Hölle zurück, um noch mal ein bisschen Obsidian herzubekommen. Obwohl, brauche ich Obsidian? Ah, wir holen einfach mal den Obsidian, der jetzt da bei der Sackgasse ist.
Danke. Ich habe nur noch einen, ne? Ei, mei, der hat mich jetzt echt... Der schockt mich jetzt gerade. Der schockt mich jetzt gerade extrem. Wo gehen wir hin? Wir brauchen nämlich so einiges an Zeug. Aber dann würde ich sagen, gehen wir eben erst einmal nach Hause. Puh. Ich habe jetzt gedacht, naja gut, halt ein Endgegner, ne? So wie die letzten alle, aber der ist ja wirklich, wow. Waffentechnisch, was gibt es da noch? Ich glaube, wir haben die beste Waffe schon. Rüstungstisch, wir haben den Kampfschild. Das ist eigentlich der beste Kampfschild hier. Rüstung 50, Schaden plus 2. Außer wir müssen tatsächlich schauen, ob wir mehr Zauberabwehr haben, ne? Aber Zauberwiderstand habe ich halt schon extrem viel, ne? Ihr merkt schon, ne? Ich bin gerade... Wir haben den Obsidianbogen. Hier, das ist der beste Bogen. Wir haben die Jadepfeile, das sind im Grunde die besten Pfeile. Also hier geht nichts mehr. Am Rüstungstisch. Wir haben jetzt zum Beispiel die flammenden Stiefel. Wo seid ihr da? Das wäre jetzt halt nur noch die Obsidian-Ausrüstung, die wir besser machen könnten, ne? Das können wir machen. Das ganze elegante Zeug schmeißen wir raus und tun dafür die Obsidian-Stiefel und sowas rein. Ich glaube, wir müssen Obsidian-Sachen machen. Ich ziehe mich mal nackig aus. Und dann machen wir uns jetzt halt dieses Zeug hier. Puh. Alter Schwede, der hat mich jetzt echt fertig gemacht. So leicht ist der jedenfalls nicht. Ist ja auch zu sehen, ne? So, das da. Dann tun wir den Kristallo weg. So. Wir gehen nochmal am Schneidertisch. Obsidianstiefel, Rezept raus. Hosen, Rezept. Stiefelrezept. Handschuhe-Rezept. Und Helm-Rezept. Habe ich jetzt alles? Stiefel, Handschuhe. Ich habe die Hose nicht, ne? Habe ich wieder irgendwas falsch gedrückt? Nochmal weg. Nochmal anfangen. Obsidian. Hose. Mäntel, Handschuhe, Hut. So, und damit hätten wir dann auf jeden Fall alles. Werkzeuge haben wir ja schon ausgerüstet. So, das heißt, wir brauchen 8, 15. Warte mal, wir fangen wieder bei den Stiefeln an. 7, 15, 25. 32, 40. 40 mal reißfester Faden. Perfekt. Dann Bernstein. 3, 8, 13, 16, 20. Ich will das alles gleich machen können, hoffentlich.
20. Obsidian. Wir werden definitiv noch Obsidian holen müssen, weil das reicht nie. So, 2, 5, 9, 11, 15. Wir haben 13, ne? Zwei Stück fehlen uns noch. Können wir zerlegen. Heftig. Ihr merkt wahrscheinlich schon, wie mich das gerade schockt. Das ist aber auch... Der war aber jetzt auch wirklich enorm heftig, fand ich. Echter Wahnsinn. So, dann tue ich dich einfach mal rein. Das muss ich halt dann später aktivieren. Wir gehen mal ganz kurz nochmal in die Hölle. Na, den werde ich schon knacken. So, ich zähle nochmal Stiefelzimmer, ne? 2, 5, 9, 11, 15, 15, genau. Also ich brauche jetzt noch einen. Die sind schon leer. Habe ich ja gerade leer gemacht. So, 15. Wir brauchen jetzt aber auch... Rauleder. Und Rauleder muss ich auf jeden Fall jetzt halt noch herstellen. An der Gerberei, da brauchen wir das Raufell. Weil Rauleder habe ich nämlich nicht mehr so viel. Tun wir mal das Raufell so raus. Gerberei. Ach so, habe ich. Okay, alles klar. Zack, her damit. Nur die Frage, wie viel ich brauche, ne? Also 3, 9, 16, 19, 20. 20 Stück. Alles klar. Halt, Nomads. Tun die 20 da rein. Wir brauchen Pelz. 5, 10, 15, 20, 20. 20 mal Fell. Und dann brauchen wir von diesem Isoliergewebe 2, 5, 8, 10, 15. 15 mal. So, und dann müssten wir uns am Schneidertisch alles herstellen können. Wir fangen an mit den Obsidian-Stiefeln. Obsidian-Stiefel, Obsidian-Hose, dann das die Obsidian-Rüstung,
danach die Handschuhe. Und den Obsidian-Helm. Sind die alle da? Ja, die sind alle da. So, nice. Also wir haben jetzt die besten Waffen, wir haben jetzt die beste Rüstung. Ich würde mich natürlich schon sehr freuen über noch ein Level-Up, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach so schaffe. Ich glaube es nicht. Da müsste ich nochmal durch eine Horde an Gegnern. Eine bessere Tasche gibt es ja nicht. Wir haben ja schon die größte, den Rucksack mit 24. So, damit sind wir jetzt, ja, komplett in Obsidian. Das ist ja schon mal etwas. Also es gibt ein paar Sachen, die würde ich jetzt tatsächlich da lassen. Allerdings, wir brauchen 15 Bretter, 5 Verschlüsse, 15 Seile und was war noch? Das war, glaube ich, noch der reißfeste Faden, den wir gebraucht haben für die Brücke, ne? Dann machen wir mal aus dem Faserdill noch einen reißfesten Faden. Wir schmeißen dann solche Sachen wie, ja, im Grunde die komplette Ausrüstung schmeißen wir raus. Das Dumme ist natürlich, dass der mir ja auch Tränke kaputt macht. Oder klaut oder wie auch immer. Also die werden halt zerstört aus meinem Inventar, wenn ich sterbe. So, ich glaube, ich brauche nur 10 für die Brücke. Weil ich möchte nämlich mal gucken, ob mir das irgendwas bringt, wenn ich darüber gehe, ob ich da irgendetwas finde. Was ich brauchen kann. Ich mache jetzt halt mal meine Ausrüstung, weil der Schrank ist sowieso leer. Mache ich jetzt mal hier mit rein. So, ihr bleibt da. Ich tue dann quasi mal diese Ausrüstungsgegenstände raus. Das da weg. Ich möchte auch nicht, dass ich die Sachen da verliere. Die Netze sind mir eigentlich wurscht. Und dann haben wir im Grunde so das Mindestzeug. Genau, das da eben noch für die Brücke. So, mal schnell dem Wetter entfliehen. Machen wir Golem oder machen wir... Ja doch, machen wir Golem. Daram, daram, daram. Dann laufen wir kurz rüber. Ups. Das sollte ich mir vielleicht dann doch die Sachen lieber anziehen. Schon, ne? Genau, Kälteschutz. Alles klar. Aber das ist ja auch, ne, wenn ich jetzt die Obsidian-Rüstung anhab, dann nimmt mir die ja zusätzlich... Alter. Ich kann nur gegen den kämpfen, wenn es Tag ist. Wenn es nicht zu kalt ist. Und wir müssen noch schauen, dass wir Mana-Tränke herstellen. So, ich hoffe jetzt, dass ich alles habe, um das Ding zu reparieren hier. Ja, gut, hat genau gepasst. Mann, Mann, Mann.
So. Vielleicht gibt es hier irgendetwas, was ich noch brauche. Ja, das ist jetzt halt genau das, ne? Weil ich... weil ich das Zauberbuch da drauf gelegt habe. Ich versuche gerade, mich daran zu gewöhnen. Also das Q, na gut, es ist halt ein Zauber, ne? Ich weiß nicht, ob ich mir die anderen Zauberbücher nicht auch herstelle. Eine Überlegung wäre es auf jeden Fall, ne? Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist, was Besonderes, aber sag niemals nie, ne? Genau. Oh. Hallo? Ich bin jetzt nämlich total durcheinander. Ich bin jetzt komplett durcheinander. Wenn du eine Steuerung gewöhnt bist und dann sind auf einmal die ganzen... oh Mann. Auf einmal die ganzen Dinge auf einer anderen Taste. Das ist übel. Du hast doch eine 100% gelungen. Im Grunde muss ich mich bloß daran gewöhnen, dass ich das Feuer an der Stelle habe. Weil alles andere ist ja fast gleich, ne? Könnt mir gerne mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr euch da auch überrumpelt gefühlt habt, wie ich es jetzt gerade tue. Das Problem ist nämlich auch das Mana, ne? Wenn ich jetzt halt gegen den kämpfe und ich habe keine Zauberkraft, bringt mir das gar nichts. Wenn ihr Hoshis eh schon da seid, dann lasse ich mich von dir gleich mal nach Hause bringen. Und dann werden wir uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal um die Mana-Tränke kümmern. So, jetzt mache ich das erst einmal wieder zu meinem Spielstart, dass wir da sind beim nächsten Mal. Und dann schauen wir uns beim nächsten Mal das Ganze an, was wir für den Mana-Trank brauchen. Weil den habe ich nämlich bis jetzt noch nicht hergestellt. Der Vitamintrank gibt... achso. Giftwiderstand, aber der Mana-Trank, der ist wichtig. Auf jeden Fall. Gut, aber wie gesagt, das machen wir dann beim nächsten Mal. Das mache ich diesmal nicht ohne euch. Das machen wir miteinander und wenn ich dann irgendwas anbauen muss, dann ist es halt einfach so. Alles klar. Wenn euch der Part heute gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Bis zum nächsten. Ciao, ciao.